Moin Leute, Trimax hier. Jules hat vor einer Stunde ein neues Video hochgeladen. Battlefield 2042, EA, in einer Nussschale. Die Videos sind immer richtig gut und da gehen wir direkt rein. Gekauft. Skyrim 2 und FIFA 42 und all diese Spiele sind scheiße. Hinter jeden 5 Blöcken beim neuen Minecraft-Teil ist eine Paywall. Und all das wegen EA Sports. Mein Sohn, hättest du bloß niemals diese Spiele vorbestellt? Lass mich dir eine lehrreiche Geschichte erzählen über ein Spiel namens Battlefield. Alles begann mit der Ankündigung vom gehyptesten Battlefield aller Zeiten. Battlefield 2042. Leute, das wird das beste Battlefield, was wir jemals gespielt haben. EA sagt, das neue Battlefield ist weit vor dem Zeitplan. EA sagt, die Updates für Battlefront 2 werden eingestellt, um an dem neuen Battlefield zu arbeiten. Das Spiel wurde echt richtig hart gehypt. EA sagt, das neue Battlefield wird dominieren. Merkt euch unsere Worte. EA sagt, 4 Entwicklerstudios arbeiten ausschließlich an diesem Spiel. It looks amazing. Ist das die möglicherweise größte Werbekampagne of all time? Leute, dieses Spiel wird der Call of Duty Killer, auf den wir Jahre gewartet haben. Der Hype ist riesig und schlussendlich der Trailer mit dem Rendezvous, dem legendärsten Battlefield-Move aller Zeiten. Man springt aus seinem Jet, zerstört ein anderes Flugzeug und landet wieder in seinem eigenen Jet. Also der Trailer macht schon Bock, man muss mal ganz klar sagen. Dystopisches Setting. So dumm, einfach, ich sehe das so dumm, dass sie geil ist. Größten Maps of all time. Tornados, Explosion, Tornado-Explosion. 12. November 2021. Also Soldaten, das wird der härteste Kampf unseres Lebens. Wir haben jahrelang auf diesen Tag gewartet. Let's fucking go. Oh fuck, das Spiel ist nicht mal ansatzweise fertig. Warum bin ich so unglaublich schnell? Das Schlauchboot kann an Wänden hochfahren. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, das geht im echten Leben nicht. Leute laufen in der Luft. Das Schlauchboot kann fliegen. Kollision ist ziemlich realistisch. Ich fliege durch den Sand hindurch. Server crashes. Ich kneife die Luft. Warum werde ich durch die Luft geworfen? Random Explosion. Meiner Grafikkarte geht's gar nicht gut. Der Panzer hat keine Gravitation. Was macht eine Seerobbe hier? Was ist falsch mit seinem Gesicht? Was ist falsch mit dem Flugzeug? Meine Waffen machen keinen Schaden. Sehr empfindlicher Computer. Ich glaube, so wird mich keiner entdecken. Oh, das sind echt viele Bugs. Epileptischer Anfall. Warum sterbe ich? Warum ist mein Teammate eingefroren? Meine Gegner verschwinden in der Wand. Meine Gegner sind über Kopf. Ich kann mit meinen vollsten Patronen schießen. Hallo Sohn, bist du am Gewinnen? Keine Ahnung, es gibt nicht mal ein fucking Scoreboard in diesem Spiel. Nun, wie man sich denken kann, waren sehr viele Leute sehr unglücklich über das Spiel. Und Review-bombten den EA-Titel auf der Seite, auf der es am meisten wehtut. Steam wird überflutet mit schlechten Rezensionen. Leute posten Kuchenrezepte, der klassische Ich kaufe lieber Winrar-Kommentar. Und die einzigen positiven Kommentare sind darüber, wie gut das Deinstallieren vom Spiel denn funktionieren würde. Ich hätte mir auch Essen kaufen können. Das am gleichen Tag erschienene Spiel Pepperwoods vernichtet Battlefield mit Vorsprung. Und auch YouTube ist, naja, nicht amüsiert. It's not Battlefield, it's Hoverfield 2040 Hovercraft! Die Leute finden das Spiel ein bisschen unausgearbeitet und lassen das EA auch spüren. Aber Moment mal, wenn das Spiel von allen verhasst wird, warum sind auf der Homepage dann ausschließlich nahezu perfekte Reviews gelistet? EA nimmt einfach Reviews von irgendwelchen unbekannten Seiten, die wahrscheinlich auch noch bezahlt worden sind, und vermarkten das Spiel als Spiel des Jahres. Der aktuelle Stand ist tatsächlich ganz okay für Battlefield 2042. Ja, aber das ist doch durch, oder? Oder? Wird irgendein richtiger Multiplayer noch gespielt? Call of Duty Multiplayer zockt doch auch keine Sau, wenn man es in Warzone drin. Da buggt es ja auch gerade hinten und vorne, ne? Also wie viele Spieler hat das Spiel? Es hat keine Spieler mehr. Attack of the Fanboy. 4 von... Hat denn wir nicht sogar uns damals getroffen im LAN-Party-Studio, bevor Minecraft losgeht und wollten 3 Tage lang nur Battlefield 2042 spielen und es hat so heftig gebuggt, dass wir nie zusammen zocken konnten? Und dann haben wir nur gegen Bots gespielt und alles war richtig verbuggt und shit. Und 5. Hobby Consolas. 84. All diese Seiten sind zum Großteil spanische und französische Klatschmagazine. Diese Reviews sind überhaupt nichts wert. Okay, außer IGN mit einer 7, aber guckt euch bitte diese Ratio an. 2 Wochen später, 70% der Spieler haben bereits aufgehört, das Spiel zu spielen. Fucking Farming Simulator hat mehr aktive Spieler als Battle. Ja, Farming Simulator ist auch stark, hä? Und das Spiel wird durch die negativen Reviews auf das mittlerweile 8 meist gedislikedeste Spiel auf Steam katapultiert.
Oh nein, hier kommt der Battlefield-Release. Was wird wohl mit der EA-Aktie passieren? Nein. Der Preis des Spiels fällt kurzzeitig auf 5 Dollar. Heißt also Battlefield 2042 oder 1 Kilo Tomaten, die man weint auf das EA-Gebäude werfen kann. Und dann gibt es noch die Kommentare von EA-Mitarbeitern, wie zum Beispiel: Alle Fans sind angepisst, Leute. Eure Erwartungen sind brutal. Auch wir müssen uns ausruhen. Und Dude, es gibt kein fucking Scoreboard. Oder der Release von Halo Infinite in der gleichen Woche ist schuld daran, dass unser Spiel floppt. Ja, und die Pizza ist schuld, dass ich fett bin. Und das Brecheisen ist schuld, dass ich in dein Haus einbreche. Böser CEO, böser CEO. Oh, und du hast die 120 Euro Ultimate Made Edition gekauft mit dem Artbook und dem Soundtrack vom Scheiße, ich glaube, die habe ich gekauft. Spiel? Du kriegst eine PDF-Datei und ein paar MP3-Dateien zugesendet. Eine PDF-Datei, die es bereits umsonst im Internet zu finden gibt. Und den Soundtrack, Fuck. Den man umsonst Fuck, das habe ich mir gekauft. Auf YouTube hören kann. Das Spiel kommt außerdem mit dem Portal-Modus, bei dem man Maps aus verschiedenen Zeitepochen mit verschiedenen Waffen und Fahrzeugen spielen kann. Der wurde nach Release sofort offline genommen, weil Leute in den Lobbys ihre XP hochglitschten. Aber hey, wenn das Spiel absolut scheiße ist und der andere Modus eh nicht geht, kann ich ja wenigstens die Kampagne spielen. Mein Sohn, es gibt keine Kampagne, du Vollidiot. EA hat sich dazu entschieden, anstatt an einem Story-Modus zu arbeiten, alle Kapazitäten in den Multiplayer-Modus zu schicken. Der Typ, ne? Ne? Im Story-Modus zu arbeiten, Im alle Gesicht? Kapazitäten. In den Multiplayer-Modus zu stecken. Es gibt kein Scoreboard. Wozu dann überhaupt die groß angekündigte Storyline? Wegen der tiefen Charakterentwicklung etwa? Battlefield spielt im Jahr 2042, nach der größten Krise der Menschheitsgeschichte. Ressourcenmangel herrscht auf der Welt. Alle deine Freunde sind tot. Ihr seid die letzten Überlebenden. War's das? Bin bereit für Runde 2. Heute? Heute bin ich stolz. What a time to be alive! 2 Wochen später brachte EA dann passend zum Setting einen Santa Claus Skin raus. Ein Skin, der laut Medien bereits vorher in einer internen Feedback-Session niedergestimmt wurde, aber dann einfach trotzdem hinzugefügt wurde. Oh, und wie wär's mit Werbung in einem Spiel, wofür man bereits 70 Euro gezahlt hat? Gefällt euch das? EA Sports, fuck you. Das Reddit-Forum zu Battlefield wird daraufhin so unglaublich toxisch, dass Reddit überlegt, es komplett sperren zu lassen. Bringt das Scoreboard zurück oder dieser Pinguin wird erschossen. Lustiger Prank da ist. Nun bringt bitte das echte Spiel raus. Eine Petition wird gestartet, damit Leute das Spiel zurückgeben können. Und EA denkt sich, nein. Hey, aber ich habe dafür 80 Euro bezahlt. Nein. Also, was genau ist passiert? EA gab 2020... Scheiße, war das Game Flop. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber haben die trotzdem Kohle gemacht? Die haben doch trotzdem viel Kohle damit gemacht, oder? Hat sich dem Entwicklerstudio die Aufgabe, kopiert einfach das, was beliebt ist. Das Studio hat daraufhin monatelang an einem Battlefield 2042 Battle Royale gearbeitet. Und EA kam dann ein paar Monate später und dachte sich, Und so wurde alles über den Haufen geworfen. Außerdem wurde eine Engine benutzt, mit der das Entwicklerteam noch nicht vertraut war. Und dann hat sich herausgestellt, dass nach dem sehr kontroversen Launch von Battlefield 5... eine Vielzahl an Elite-Entwicklern sich dazu entschieden, wegen der schlechten Firmenpolitik von EA zu kündigen. Ach, fickt euch, EA! Heißt so viel wie, die 4 Entwicklerteams waren eigentlich nur ein paar zusammengewürfelte und unerfahrene Mitarbeiter. Und als man merkte, man ist nicht mal ansatzweise im Zeitplan, hat man sich dazu entschieden, ganze Features und Funktionen einfach aus dem Spiel zu werfen. Wow, die Zerstörung in dem Spiel ist unglaublich. Leute, Zucker Battlefield Mobile ist besser. Es gibt keinen Voice-Chat. Die ganze Animationen wurden einfach entfernt. Man kann nicht tauchen in diesem Spiel. Okay, das ist nicht ganz wahr. Man muss nur lange genug aggressiv auf das Wasser einstechen. I'm under the water. Please help me. Man hinterlässt nirgendwo Fußabdrücke, außer auf steinhartem Beton. Nasser Zement. Die Maps sind so unfassbar groß und leer, dass man irgendwo im Nirgendwo spawnt und entweder sofort stirbt oder stundenlang laufen muss. Das Ganze fiel so vielen Spielern auf, dass Leute daraufhin anfingen, das Subreddit mit lustigen Map-Ideen zu fluten. In anderen Battlefield-Teilen fallen einfach mal ganze Gebäude und Map-Teile auf dich drauf. Wow, man springt mit einer Granate einen Truck hoch und er fliegt durch die Luft. 3, 2, 1, go. Oh wow. Die Liste geht noch etwas länger, aber ich glaube... so schlecht. Aber ihr versteht das Prinzip. Alles, was am Ende übrig blieb, war ein halbfertiges, mittelmäßiges Spiel. Über die nächsten Monate sollten dann schließlich die Patches kommen, um das Spiel wieder zu flicken. Wie großzügig von EA. Nach 4 Monaten gab es endlich ein Scoreboard. Und noch ein paar Patches später gab es dann sogar einen Voice-Chat.
Willkommen in der Zukunft. Und heute ist das Spiel ganz okay. Doch sind wir mal ehrlich, wo liegt der Sinn darin, wenn man ein halbfertiges Spiel veröffentlicht, nur um es monatelang danach fertig patchen zu müssen, um Schadensbegrenzung zu betreiben oder um noch irgendwie den eigenen Ruf zu retten? Und vor allem, das ist echt dumm. Selbst wenn das Spiel jetzt gut ist, würde ich das jetzt ja nie... Ich würde es ja nicht mehr anpacken. Selbst wenn das jetzt perfekt ist, selbst wenn das jetzt das super mega krasseste Game ist, hat das Game ja in der Vergangenheit so sehr versagt, dass man da gar nicht mehr reingeht, ne? Ein paar Tagen gab es sogar die ersten Hinweise darauf, dass das Spiel noch ein Jahr länger Support bekommt, damit es endlich auch mal fertig wird. Nun, wenigstens wurde hier einmal die richtige Entscheidung getroffen. Doch das Spiel und der Release war sicher kein Einzelfall. 2017, Mass Effect Andromeda. Dieses Spiel wurde als der revolutionäre AAA-Nachfolger der Mass Effect-Reihe angekündigt. Epische Storyline, epische Bosskämpfe, riesige Welten zum Erkunden. Das sieht halt schon geil aus. Das sieht echt krass gut aus, ey. Enorm viele Gamer waren hyped auf diesen Titel. Nie mitbekommen. I'm kind of retarded. Und 40 Millionen Dollar und 5 Jahre Entwicklung später wurde es veröffentlicht. Oh shit. Here we go again. Die Waffe wird falsch rumgehalten. T-Posing im All. Alien-Schlangenmenschen. Und diese Gesichtsanimationen scheinen sehr gut ausgearbeitet. Sehr realistische Kampfanimationen. So. Okay, Leute, das Spiel ist doch gut. Wow, das ist ziemlich realistisch. Ey, Leute, bitte lasst mich raus. Warum geht mein Auto nicht? What the fuck is this shit? Oh nein, wir werden sterben. Guckt euch unsere angsterfüllten Gesichter an. Oh nein. Also Leute, willkommen zu meinem Let's Play. Das Spiel war ein absoluter Flop. Die Reviews waren sehr lustig zu lesen. Der Tag, an dem Mass Effect tot. Und die Rechtfertigung vom EA-Sprecher war danach, der Release von Zelda Breath of the Wild im gleichen Monat sei schuld gewesen, dass unser Spiel... Digga, ist das geil. Ist das geil. Die nehmen wir irgendwelche Games, die im gleichen Monat releasen und sagen, deswegen ist deren Game gefloppt. Can you shorten that up at all? How about it came out the same month as Zelda? Komm, wir bringen ein Spiel raus. Scheiß Zelda. Oder Mass Effect Andromeda ist gescheitert, weil es nicht genug Diversität im Spiel gab. Okay, wir brauchen blaue Aliens, rote Aliens, umgedrehte Aliens, einbeinige Aliens. EA Sports. It's in the gay. Aber ey, wenigstens konnte man... Oh, apropos das. Wo war das? Ich glaube auf irgendeinem Streaming-Anbieter. Oh, haltet euch fest. Ich bin ein riesen Marvel-Fan, ne? Und ich wollte... Ah genau, ich wollte Eternals nochmal gucken. War jetzt nicht der beste Film, aber ist in Ordnung. Storyline wird wichtig, wird Fundament für die weiteren Marvels-Filme, die kommen, wird wichtiges Ding sein. Und der Film, da hatte Disney einfach eine Kategorie LGBTQ+ supportend oder irgendwie sowas. Da waren alle Serien und Filme, wo irgendjemand dabei war, der irgendwie, also sobald irgendein Film jemand drin hatte, der homosexuell war, konnten sie das in die Kategorie packen und haben dann so, oh, wir sind, also ich würde doch niemals eine Serie danach aussuchen. Also ist ja alles okay, aber manche schlachten das böse aus, Alter. Das war mir too much. Niemals. Da war Science-Fiction, Thriller, Action und LGBTQ+ beinhaltend irgendwie. Und da muss dann irgendein Nebencharakter schwul sein und dann ist das in der Kategorie drin. Weiß ich nicht. Weil, also, jeder kann immer machen, was er möchte, aber dass das eine Kategorie in einem Streaming-Anbieter ist, habe ich gar nicht gefühlt. Gar nicht. Und außerdem ist das mittlerweile in jeder Serie, da war jeder Film und jede Serie drin. Ja, das stimmt, das habe ich mir ganz doll gedacht. Das ist ganz, ganz komisch, wer das alles abgesegnet hat. Gar nicht zu teure Collector-Edition vom Game kaufen. Och, och. Game not included. Nun, warum war das Spiel so unausgearbeitet? EA wollte eine andere Engine benutzen, um Geld zu sparen. EA hat zu wenig Mitarbeiter eingestellt, um Geld zu sparen. EA hat Leute eingestellt mit wenig Erfahrung, um Geld zu sparen. Ein paar Monate später und man stellte schließlich die Updates für das Spiel endgültig ein. Star Wars Ich mag die Videos von Jules sehr gerne, weil er benutzt wahnsinnig viele witzige Edits mit Fortnite, Minecraft und Clash of Clans. Das holt mich schon ab. Die drei Games, immer ein paar Memes hier und da schnell eingebaut. Fertig. Finde ich schon klasse. Es trifft genau meinen Geschmack. Battlefront 2. Jahrelanger Hype für den Nachfolger der berüchtigten Battlefront-Reihe. Und da ist er endlich. Der Trailer. Star Wars Battlefront 2 Trailer's out! Kaboom!
kämpfen in epischen Schlachten mit deinen Lieblingscharakteren aus Star Wars. EA bringt es raus und hey, das Game funktioniert ja tatsächlich. Keine Bugs, alles läuft solide. Doch warum muss ich 90 Stunden spielen, um Darth Vader und Luke Skywalker freizuschalten? Wie bitte? Ich muss 6 volle Monate 24/7 grinden, um überhaupt alle Inhalte in Battlefront 2 freizuschalten? Oder ich bezahle einfach sehr viel Geld. Alle Upgrades sind ausschließlich... Das war einer der größten Pay-to-Win-Skandale, die es in Gaming jemals gab, ne? Den Lootboxen zu finden. Er gibt ganz viel Geld aus und du bist overpowered wie Scheiße. What the fuck? Das Spiel kam unglaublich gut an und alle haben es gefeiert. Nun, Leute merken, dass man die Credits im Spiel nicht mal verdient, indem man Spieler tötet, sondern indem man eine Runde abschließt. Und so baute dieser Spieler hier eine Vorrichtung, um nicht wegen Inaktivität aus dem Spiel gekickt zu werden, während er nebenbei Netflix schaut. Und das hat sich relativ schnell rumgesprochen. Und irgendwann waren die Lobbys voller Leute, die im Kreis liefen, um einfach nur die Runde abzuschließen. Oder Leute, die aus purer Langeweile vom... Das feier ich. Warten irgendetwas an die Wand kritzelten. Leute, habt ihr Animal Crossing gespielt? Und falls du die Helden noch nicht freigeschaltet hast, kann es sein, dass du in der Lobby warten musst, weil all deine verfügbaren Helden bereits von wem anders gespielt werden. 80 Euro. Okay, sehr witzig, EA. Nun gib mir bitte mein Geld zurück. Wurde etwa der Refund-Button entfernt? Es gibt gar keinen Refund-Button, du Vollidiot. Wie man sich vorstellen kann, ist Reddit auf die Barrikaden gegangen. Und der EA Community Reddit-Account wurde so oft runtergevotet, dass er nicht mal mehr genug Reddit-Kammer hatte, um im Subreddit Fragen zu beantworten. Yo. Was zum Fick? Später in einer Anhörung bezüglich Lootboxen und Glücksspiel sagte die EA-Vizepräsidentin dann, das wären keine Lootboxen, das sind Überraschungsmechaniken. Überraschungsmechanik, ist das geil. Don't call them loot boxes. I think that is surprise mechanics. Ja, und ich lade mir eure Spiele nicht illegal runter. Das ist ein Überraschungsangebot. Das Fleisch ist nicht roh, es ist einfach nur nicht gebraten. Und oh, das ist kein Banküberfall, das ist Überraschungskommunismus. Und jetzt alle auf den Boden. Und Lootboxen zu öffnen sei das gleiche, wie wenn man ein Schoko-Überraschungsei auspackt. Lootboxen. Sehr geil. Wurden daraufhin in Belgien gebannt und der Pay-to-Win-Aspekt wurde so geil, Alter, Belgien. Belgien, so geil. Ja, später aus dem Spiel entfernt, nachdem EA durch die ganze Sache bereits einen Haufen... Da haben wir wieder. Schön den Clash of Clans Bilder, super. ...Kohle gemacht hat. Und letztendlich wurde der Support für das Spiel eingestellt. Und das Game wanderte auf den Friedhof der anderen ausgeschlachteten Spiele. Übrigens damals eingestellt mit der Begründung, an Battlefield 2042 zu arbeiten. Wir haben gesehen, wo das endete. Anthem. Episches Multiplayer-Weltraum. Anthem! Dafür habe ich Werbung gemacht 2017. Mit Paulina Roginski zusammen. Wie random. Stimmt, ey. What the fuck? Abenteuer. Eine angekündigte 10-Jahres-Roadmap für das Spiel mit ganz viel... Wer war dabei? Mickey? Paulina Roginski? Ich? Ich glaube noch jemand. Einen tollen Plan für die Zukunft. So no loot boxes, no ability to pay for power. Das sieht so gut aus, es wird auf keinen Fall scheitern. Bugs, 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 Connection-Probleme, Bugs und noch mehr Bugs. Die Level-1-Waffe ist stärker als alle legendären Waffen im Spiel. Die Loading-Screens brauchen zusammenge... Wie kann das denn buggen? Das ist doch nicht mal ein Multiplayer gewesen. Das war doch einfach ein... so wie Destiny. Wie nennt man einen Shooter, wo du... lootest, Leute tötest und bessere Waffen kriegst. Wie nennt man so einen Shooter? So, ja, so Borderlands-mäßig. Wie nennt man sowas? Loot-Shooter. Gut, danke, super Chat, super. ...gerechnet länger als die eigentliche Mission. Und das hier ist die Level-1-Rüstung. Und das ist die legendärste Rüstung im Spiel. Töte alle Gegner in diesem Bereich. Töte alle Gegner, bis der Sender aktiviert ist. Töte alle Gegner, bis du wieder einen neuen Bug bekommst. EA hat das Entwicklerstudio namens BioWare, was bis jetzt ausschließlich Singleplayer-Story-Games entwickelte, dazu gezwungen, einen Multiplayer-Destiny-Klon zu machen. Einfach, weil das gerade bei den Kids gut ankam. Hör auf, kreativ zu sein. Dazu noch ein paar zu strenge Deadlines und dann kommt halt eben sowas bei raus. 2 Jahre später und der Support für das Spiel wurde eingestellt. Das ist so bitter, wenn ein Support für ein Spiel eingestellt wird. Digga, wie kann EA so krass floppen und immer wieder, immer das erfolgreichste, der erfolgreichste Publisher der Welt sein, Alter? Die machen ja, was geht denn bei denen ab? Sag, das ist die Definition. Nur mit FIFA? So eine Scheiße. Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist
irre. Oh, aber das war's noch nicht. Der EA-Zyklus. Man findet ein kleines Entwicklerstudio, welches leidenschaftlich an einem erfolgreichen Game gearbeitet hat. Man kauft das Entwicklerstudio auf. Hallo Leute, diese Firma gehört jetzt EA. Ab sofort 100 Stunden pro Woche arbeiten, 3 Spiele pro Jahr rausbringen, jedes Game bekommt 5 DLCs, einen Battle Pass, Lootboxen, Skins, Pay to Win und falls ihr kreative Ideen habt, das erste Spiel kommt raus, unter EA's Leitung. Oh nein, was eine Überraschung, das Spiel ist gefloppt, warum habt ihr euch nicht besser angestrengt, ihr seid alle gefeuert und irgendwann wird das Studio dann geschlossen. All diese gezeigten... Alter, what the fuck, Digga? EA kauft alle auf, versklavt die dann, nimmt sie völlig auseinander und feuert dann alle. Das ist ja mal richtig nice. Entwickler wurden, nachdem sie erfolgreiche Spiele entwickelten, von EA gekauft und Jahre später wegen schlechten Releases geschlossen. Und habe ich euch schon von dem Skandal erzählt, bei dem EA für ein bald erscheinendes Spiel Fake-Demonstranten anheuerte, um Kontroversität für das Spiel zu suggerieren? Oder als EA Reddit-Mods angeboten hat, ihnen Zugriff für die Battlefront-Alpha zu geben, sofern sie negative Beiträge im Subreddit entfernen? Oh, und solltest du dich für 2 Jahre nicht bei der EA-Plattform Origin anmelden, löscht EA all deine Spiele, für die du bezahlt hast, und deaktiviert deinen Account. Für SimCity brauchte man 2013 einen dauerhaften Online-Zugang, um eine Singleplayer-Kampagne zu spielen. Und von den jährlichen FIFA-Spielen muss ich, denke ich, gar nicht erst anfangen. EA Sports ist wie eine schwarze Seuche, die alles auf dem Gaming-Markt langsam infiziert. Und jedes eurer Lieblingsspiele könnte das nächste sein. Sie werden zuschlagen mit ihren gierigen Fingern. Sie werden sich jeden Cent von dir holen, nachdem sie dich mit einer neuen Fortsetzung wieder in den Bann gezogen haben. Oh, guck mal, das Spiel sieht doch gut aus. Ich glaube, das bestelle ich vor. Was kann da schon schief gehen? Geil, geiles Video. Geiles Video. Holy shit. Im Geschäftsjahr 2022 erzielt Electronic Arts weltweit einen Umsatz von 7 Milliarden US-Dollar. Heilige Scheiße, Alter. Sehr starkes Video, aber natürlich alles sehr traurig, ne?